Ich will jetzt mal noch mal eine von diesen Making-of-Folgen aussehen. Das interessiert mich natürlich auch. Wie wir sind da überhaupt rausgekommen? Wo ist denn Dave überhaupt? Dave. Ich weiß gar nicht mal, wo ich da... Ich bin so im Verzug, ey. Während alle schon alles gesehen haben und alles wissen. Ei, wir sind beim Notfall. Das will ich mir natürlich reinziehen, Alter. Das ist auch ein sehr schönes Standbild, was ich mir hier gerade gegeben habe. Guck mal. Haha, endlich. Johannes, dann ist der Notfall da. Das will ich aber sehen. Notfalleinsatz des Seven vs. Wild Medical Teams. Das will ich mir auf jeden Fall reinziehen. Und ich sehe hier hinten, da es wird viel mit Kompressen gearbeitet. Guck mal hinten. Nochmal schnell ein Video aufgemacht, wie man eine Wunde näht und eine kleine Kompresse vorbereitet. Na gut. Achtung, Notfall. Einsatz des Seven vs. Wild Medical Teams. Na dann. Das ist ja gut zur Vorbereitung. Ist natürlich, tut mir leid für Johannes. Tut mir gar nicht leid. Ich möchte den jetzt auch mal leiden sehen. Der lässt immer alle anderen leiden. Und jetzt muss mal Johannes leiden. Schnittwunde! Tiefe Schnittwunde. Führst du deinen PPE? Tiefe Schnittwunde. Oh nee! Das ist ja scheiße. Das wird ja immer alles weggepixelt. Von Tag 1 Scouting direkt ins nächste Drama. Ja, so muss das sein. Ja, Leute, ein Thema, ein unschönes Thema haben wir auch noch. Es gab den ersten Einsatz. Ich sag mal so, dass... Was dort passiert ist, würde ich jetzt mal als Laie sagen, ist schon mal eine Nummer schlimmer als das Schlimmste aus Staffel 1. Herr Staffel 1, Platzwunde und halbtoter Platzwunde bei Niklas und halbtoter Fabio durch Unterkühlung. In der letzten Folge habt ihr erfahren, aus welchen vier Personen das Medical Team besteht. In dieser Folge möchten wir euch einen tieferen Einblick geben. Welche Vorbereitungen mussten getroffen werden? Wie weit reichen unsere Behandlungsmöglichkeiten vor Ort und was passiert? Super spannend, Leute. Wenn diese nicht mehr ausreichen, wie ist das Team ausgestattet und wie agiert es in einem echten Notfall? Viel Spaß mit Folge 6 von Seven vs. Wild Behind the Scenes. Geil. Die heutige Folge wird unterstützt von Koro, bei denen ihr dauerhaft mit dem Code DAVE 5% aufs gesamte Sortiment sparen könnt. Von Snacks wie diesen gefriergetrockneten... Das heißt doch Kroko, nicht Koro. ...werden im Schokoladenmantel, über Nussmischung bis hin zu Riegeln ist so ziemlich alles an Snacks dabei, was ihr für einen perfekten Seven vs. Wild Abend vor dem Fernseher braucht. Außerdem gibt es eine Menge Zutaten zum Kochen und Backen. Und das Beste, Koro setzt auf faire und nachhaltige Produktion. Wir im Büro nutzen fast jeden Morgen das Porridge von Koro mit Trockenfrüchten, um gut gestärkt für euch diese Videos schneiden zu können. Klickt jetzt auf den ersten Link in der Videobeschreibung, bestellt euch eures... Wer fühlt's, wenn Sascha Huber seinen eigenen Versandhandel für nachhaltiges Trockenfleisch aus Krokos macht? Das heißt Kroko. Und spart dauerhaft mit dem Code DAVE 5% aufs gesamte Sortiment. Vielen Dank an Koro für die Unterstützung und euch viel Spaß mit dem Video. Hi, ich bin Islam Buljev. Ich bin Notarzt, noch Oberarzt in einer Maximalversorgung bei der Gefäßchirurgie. Ich bin hier für medizinische Versorgung zuständig. Okay, moin, ich bin... Also ich finde, Islam sieht aus wie einer, dem man vertrauen kann, wenn es um eine Wunde geht, wo geschnippelt werden muss oder genäht werden muss. Ich würde Islam meine Wunden anvertrauen. Thorsten, ich studiere Medizin in Jena und... Thorsten, Alter! Jena, man kann kaum an einer besseren Universität studieren. Ich arbeite bei Wandermut, dort bin ich für die gesamte Autoerste-Hilfe verantwortlich und nebenbei arbeite ich auch als Autoerste-Hilfe-Ausbilder. Hm. Ja, unser Medical Team ist vier Leute groß. Dazu gehöre ich natürlich, Thorsten, Clemens und noch Björn. Der ist erfahrener Notfallsanitäter, haben wir auch im Rettungsdienstbereich lange mit ihm gearbeitet. Ich kenne seine Arbeit, ist professioneller Mann. Clemens haben wir hier erstmal kennengelernt. Der ist Feuermann, dabei auch Rettungssanitäter. Der ist auch aktiv beschäftigt in dem Sektor. Ja, und ich glaube, jeder hat so seine besondere Funktion. Also Islam natürlich ist halt unser Notarzt. Da geht nichts drüber und sowas braucht man natürlich auch für so ein Projekt. Clemens zum Beispiel ist allzeit bereit, so ist völlig scheißegal, ob nachts, ob tags so. Clemens rennt und rettet die Welt so. Björn so ist unser guter Ruhepol. Björn und Islam haben ja auch tatsächlich in Deutschland schon lange Zeit zusammengearbeitet. Dementsprechend haben die auch wirklich ein nahtloses Teamwork. Ja, meine Wenigkeit hat dann halt im Endeffekt den deutschen Rettungsdienst auf die Isla San José nach Panama gebracht. Okay, okay. So, ja, aber also bevor es losging, war schon alles scheiße. Zum Zeitpunkt des Geschehens gerade eben dabei, unser ganzes Equipment zu organisieren. Dann kam der Tom reinmarschiert von Wandermut und war so, oh mein Gott, Notfall, Notfall, Johannes blutet. Schnittwunde, Action. Merkst du das? Ja. Dir auch? Ja, merke ich. Oben ist taub. Oben ist taub? Ja. Okay. Ja. Ja.
Wir auch. Wichtig ist, immer alles festhalten. Das, solche Leute braucht man in dieser Situation. Sonst kann man es immer nur erzählen. Aber so ist schön. Und ich mag das. Endlich leidet Johannes mal. Sorry, Johannes. Kleiner Spaß. Du weißt, ich mein's nicht so. Ja, merke ich. Oben ist taub. Oben ist taub? Ja. Bei Schnittwunde oben taub habe ich auch schon mal gehabt. Nicht persönlich. Aber hab ich die Geschichte schon mal erzählt? Weiß ich nicht. Als ich zum Geburtstag von meinen Freunden mein erstes Essie-Messer bekommen habe, Easy, wie auch immer, der ist, glaube ich, amerikanisch, weiß ich gar nicht mehr. Mit so einer, war da eine Ameise drauf? Ich weiß das nicht mehr, keine Ahnung. Und mein Kumpel Sebastian, Grüße gehen raus, zieht es aus der Scheide und hat aber einen Finger über die Scheide gelegt, also so. Und schneidet sich den, ich glaube, es war der Zeigefinger, bis auf den Knochen, so. Und das war mit Nerv durch und mit allem, es war alles scheiße und natürlich eine Riesensauerei und ich natürlich zack, Erste Hilfe, Druckverband. Gibt auch irgendwo ein Foto, wie der bei mir im Bad liegt, Schocklage und so weiter. Das war wirklich sehr unangenehm und ich glaube, er hat bis heute kein Gefühl mehr im Finger. War ansonsten echt ein traumhafter Geburtstag. Und in solchen Situationen ist das einfach clever. Ich mache einmal im Jahr einen Erste-Hilfe-Kurs. Habe ich schon ein paar Mal erzählt, das ist mir super wichtig und demnächst auch mal etwas intensiver. Das ist einfach wichtig, dass man in den Situationen weiß, wie man handeln muss. Also ich bin mal gespannt, was jetzt hier passiert und wie schlimm es war. Ey, müssen wir Johannes mal fragen, wusste ich gar nichts von. Einmal Sofa freimachen. Sofa freimachen gleich, okay. Ja, dann kam ein wirklicher Schwall von Leuten in dieses Zimmer. Unsere immer wichtig, Ordnung, viele Leute. Die wir in dem Moment eingerichtet. Wir brauchen alles. Johannes, sofort Lidocain und Adrenalin ins Herz direkt, immer bei sowas. War dahin. Und ja, als wir die erste Panik ein bisschen runtergespielt hatten, hat sich das Islam erstmal angeguckt. Ja, eben. Also wir haben gerade unten versucht, die Gegenstände zu shooten, also Fotos zu machen. Und wenn es richtig so, erstmal Hand hoch, dass der Blutdruck, ne, ein bisschen runter geht und so. Fritz Machete abgetrieben. Dann sind wir eine halbe Stunde danach getaucht und auf Zufall habe ich sie dann gesehen. Und dann habe ich gegriffen nach der Machete. In dem Moment ist sie aus der Scheide raus durch die Wellen. Ich habe richtig in die Machete reingegriffen. Jetzt habe ich die Schuppe. Okay, also reingegriffen in eine schneidende Fläche, nicht geschnitten. Okay. Ah, ja, okay. Aber erster Praxistest fürs Medic-Team. Jo, jetzt fangen wir an. Einmal Hand aufs Rücken legen. Genau, sehr gut. So bleiben. Scheiße, das würde ich eigentlich gerne mal sehen. Da war eine tiefe Schnittwunde, man könnte keine Fremdkörper sehen, was ganz wichtig ist bei primären Schnitten. Ich frage mal Johannes, ob ich wenigstens für mich ein persönliches Bild haben kann. Johannes, ich sehe mir gerade deine kleinste Schnittwunde an, aber ist alles weggepixelt. Hast du mal ein Bild oder ein Video, wo ich mir das mal angucken kann? Ich will nichts im Stream zeigen, keine Ahnung, das, keine Panik, das weiß ich, aber ich will es für mich einordnen können, wie schlimm es wirklich war. Schick mir mal bitte irgendwas, fände ich mega geil. Macht nichts, wenn es schnell geht. Ich liebe diesen Satz, habe ich neulich irgendwo zum ersten Mal gehört. Weiß ich nicht, als mich irgendeiner angetrieben hat und es ging darum, irgendwas schnell zu machen und er sagt, macht nichts, wenn es schnell geht. So. Wunder, dass lass dir Zeit, aber macht nichts, wenn es schnell man geht. Man Fremdkörper alles rausholt, die Wunde schön ausspült und desinfiziert und dann je nach Tiefe gibt es bestimmte Technik, der Wundverschluss. Haben wir uns angeguckt und dann Thorsten hatte mega Bock zu nähen, hat er angefangen die Person. Hätte man nicht nähen müssen, aber Thorsten hatte halt mega Bock zu nähen. Zu machen. Krass. Mann, ich würde es gern sehen, scheiße! Also, Medical Team, auch bevor die Teilnehmer angekommen sind, den Test bestanden, Operation hier. Ist natürlich in geil. In der Base möglich, alles wunderbar, alles dabei, alles funktioniert, Finger und weitere Dinge können genäht werden, alles bestens. Nach Abspülung, nach Desinfektionsmittel in sterilen Umgebung hat er angefangen, Wunder zuzunähen. Haben wir auch vorgestern haben wir, ich glaube, angefangen, Wunder zuzunähen. Oh, ich dachte schon, aber es sind hautfarbene Handschuhe. Ich dachte, Alter, krass, wird ohne Handschuhe genäht, das hätte ich ein bisschen blöd gefunden, aber okay. Haben wir auch vorgestern haben wir, ich glaube, die Nähte auch entfernt. Wunde sieht soweit gut aus, ist top. Was soll ich sagen, ne? Halt mal das Fingerchen hoch. Johannes' Verletzung war zum Glück kein Code Red. Doch was, wenn es wirklich zu einer ernsten Verletzung kommt? Genau deswegen haben Paddy, Thorsten und Islam ein passendes Sicherheitskonzept ausgearbeitet. Beim Sicherheitskonzept ist die Sache, du schaust geil. Immer, wie kannst du die Gefahren so weit wie möglich reduzieren? Also ganz realistisch, es ist unmöglich, irgendwelche Gefahren komplett zu vermeiden. Dafür müsste man in Deutschland bleiben, irgendwo in seinem Wohnzimmer und die Füße hochlegen. Das geht nicht? Nein, die meisten Unfälle passieren im Haushalt.
Also wie oft ich mir zu Hause schon wehgetan habe, mich verletzt habe. Aber auch draußen. Ich verletze mich eigentlich überall. Es ist unrealistisch, ein bisschen Restrisiko bleibt immer. Aber wenn du ein paar Maßnahmen präventiv triffst und wenn du eine starke Rettungskette auf die Beine stellst, kannst du zumindest die Wahrscheinlichkeit senken, dass ein Notfall eintritt. Und wenn es doch passiert, dass die Person mit schweren Schäden da rauskommt. Bei Wanderung haben wir sehr gute Kontakte zum Militär. Der Tom kannte den Jan Baum. Ihr schreibt es gerade hier im Chat, es gibt eine unzensierte Version davon. Ah, okay. Aber ich will lieber den direkten Kontakt. Und ich will lieber direkte Bilder. Der Johannes schreibt nicht. Okay, unzensiert gibt's nochmal, alles klar. Okay. Der ist für Danke. Sicherheitsabläufe bei der Bundeswehr zuständig. Er hat uns mit dem Konzept versorgt, was er selber entwickelt hat oder mit der Struktur, wie die bei der Bundeswehr vorgehen. Und das heißt, was machst du? Du schaust dir erstmal die Umgebung an, geil, die Insel. Du schaust, wie sind die klimatischen Bedingungen, welche Gefahren gibt es durch die Umwelt. Und was du dann machst, ist... Ey, nicht wenige Leute sterben durch Blitzschlag. Ne? Ich habe neulich tatsächlich mal eine Betroffene kennengelernt, die ihre Familie durch Blitzschlag verloren hat. Echt krass. Es war in Afrika und ein Mann, der mit seinen Kindern campen war. Und die Zelte aufgebaut hat und auf einer erhöhten Plattform, zack, Blitz tot, weg. Also es ist immer so, man sagt das ja, Leute werden vom Blitz erschlagen, 150 oder sowas ist die Zahl, die ich im Kopf habe. Ne? Mehr als von Haien gefressen werden, dies, das. Von Haien wird natürlich keiner gefressen, sondern nur gebissen. Aber ja, da gibt es viele Gefahren und besonders an solchen Ecken und besonders ohne 110 oder 112, da wird es schwierig. Du gehst diese Reise des Teilnehmers. Gehst du Schritt für Schritt durch. Also du fängst an mit dem Helikopter-Drop-Off, dann das an Land schwimmen, dann Shelter bauen, Feuer machen, Essen und Trinken suchen. Ey, die und Grafiken, endgeil. Bei jeder dieser Station. Okay, wo kann überall was schief gehen? Na, also du malst dir... Ey, warte mal, das muss ich aber ganz kurz mal lesen. Sturzkontakt mit Rotor... Kontakt mit Rotorblende. Niemand springt da nach oben. Ertrinkende, ja, haben wir ja fast gesehen bei Knossi. Bis Stich Wasserlebewesen. Ja, von der Qualle bis zum Hai hätte da alles passieren können. Hitze, Kälte, Nässe, Strohblende, Krokodil, Wildschwein, Hai, Stachelrochen. Ich finde schön, dass Krokodil ein einzelner Punkt ist und Wildschwein, Hai und Stachelrochen in einer anderen Kategorie sind. Ja, Wildschwein schlitzt dich auf, Hai beißt dich an, Stachelrochen piekst dich, aber Krokodil frisst dich. Deswegen, herabfallende Äste, ja. Schmuggler, stimmt, habe ich noch gar nicht bedacht. Menschlicher Kontakt, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Logo. Ey, jetzt... Fällt's mir wie Schuppen von den Augen. Na Logo, du hast ja auch eine Nova und eine Sabrina. Mädchen bzw. Frauen alleine auf einer Insel oder an einem Spot. Und du hast Piraten im weiteren Sinne, Schmuggler, Drogen, dies, das, illegale Fischer von bis. Ey, gar nicht drüber nachgedacht. Shit. Der Mensch, also von der Insel sicherlich nicht, weil da sind ja alle Lebewesen oder lebende Menschen auf der Insel bekannt. Fuck, gar nicht drüber nachgedacht. Ha, psychische Probleme, Infektion, verbluteten Schnittwunde, Verbrennung, Schnittwunde, Sturz, Vergiftung, Unverträglichkeit. Durch die krassesten Horror-Szenarien aus und dann hast du am Ende eine riesige Liste von allem, was so daneben gehen kann. Und die muss ich übrigens beim Forschungstauchen, muss man vorher immer eine Gefährdungsanalyse schreiben und da gehört das dazu und da stehen auch so dämliche Sachen drin. Ich habe mich früher immer sehr über die Gefährdungsanalysen des Alfred-Wegener-Instituts beim Forschungstauchen amüsiert, wenn drinne stand, bitte den Wagen mit der Ausrüstung nicht zu schnell um die Ecke ziehen und in feuchten Flur aufpassen, dass man nicht ausrutscht. Da stehen Sachen drin, wo man nur dachte, ja, das ist doch normal. Man setzt doch gesunden Menschenverstand ein, aber eine Minute später bin ich auf dem feuchten Boden zu schnell um die Ecke gefahren und bums, zack, zwei Leute tot. So und schnell geht's. Dann schaust du dir die verschiedenen Gefahren an. Spaß ist natürlich nicht passiert. Und du ermittelst deine Risikokennzahlen. Oftmals wird man ja denken, über Haiangriff. Okay. Jeder hat Jaws gesehen. Jeder hä? Das sind doch Aufnahmen von mir! Das ist die krasseste Gefahr. Oder das waren Aufnahmen von Fritz. Das sind doch Aufnahmen von mir! Habt ihr etwa Aufnahmen von mir gestohlen? Die Gefahr, die uns am meisten Sorgen gemacht hat. Und das liegt an dieser Herangehensweise oder diese Betrachtung durch die Risikokennzahl. Wie ist die aufgebaut? Du hast einmal die Schwere... Warte, das muss ich mir mal reinziehen. Schadensschwere, ich brauche ganz kurz wieder, um mich da reinzufummeln, Wahrscheinlichkeit des Eintritts. Ah, okay. Ah, das ist aber eigentlich geil. Ach so, es geht um einen Haiangriff auch noch. Okay, ey, Moment mal ganz kurz. Ich verstehe es noch nicht so richtig. Der Gefahr, also... Hey, warte mal. Wie schwer ist der Schaden, wenn der eintritt? Beim Hai maximal. Das ist tödlich. Dann hast du aber auf der anderen Seite noch die Wahrscheinlichkeit. Wie wahrscheinlich tritt das auf? Und du hattest zum Beispiel in den Perleninseln...
dann hast du... Tödliche Folgen, gut möglich. Wenn ich das jetzt für mich runterbrechen müsste, 60 High-Attacken pro Jahr, 5, 6, 7 tödlich. Keine gesundheitlichen Folgen, fast unmöglich. Aber auf der anderen Seite noch die Wahrscheinlichkeit. Wie wahrscheinlich tritt das auf? Ist ein bisschen schwierig zu verstehen, finde ich. Und du hattest zum Beispiel in den Perleninseln einen tödlichen Haiangriff in den letzten 100 Jahren. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr niedrig. Und dann hast du eine mittlere Risikokennzahl. Du hast andere gefahren, zum Beispiel mit der Machete dreimal am Tag eine Palme hochklettern, während unten Felsen sind. Die sind deutlich höher einzustufen in... W1S5R, was ist da alles? Der Risikokennzahl als eben so eine krass klingende Gefahr, wie zum Beispiel ein Angriff durch ein Hai oder Krokodil. Jetzt reicht's aber nicht, wenn du all die Gefahren ermittelt hast. Das ist nice to know. Das heißt, du musst auch noch Maßnahmen dann dafür entwickeln. Nehmen wir jetzt irgendein Beispiel. Sagen wir mal, Fritz hat sich mit der Machete ins Bein. Also unwahrscheinlich. Zum einen kann er mit der Machete umgehen, zum anderen ist die schon zu stumpf. Nicht Spaß, hier mal nochmal fit bekommen. Ja, aber angenommen, so etwas passiert. Wir haben identifiziert, okay, gut, das hat eine relativ hohe Risikokennzahl, dass einer der Teilnehmer sich mit der Machete verletzt. Dann fragen wir uns zwei Sachen. A, was können wir tun, um diese Wahrscheinlichkeit zu reduzieren? Da kannst du zum Beispiel ein Briefing machen, dass du erklärst, okay, mit der Machete immer vom Körper weghacken, dass wir ein Tourniquet in die Teilnehmerkits packen, damit sie sich im Notfall selber versorgen können. Und dann fragst du, was kannst du machen, wenn, ja, wenn die Kacke am Dampfen ist. Okay, wenn so etwas passiert, wir haben einen Helikopter auf der Insel, wir haben insgesamt 4 Medics und wir haben die Möglichkeit, mit dem Helikopter wirklich in unter einer halben Stunde zum Patienten zu kommen. Also, bei Samuel... Deutschland ist, glaube ich, 7 Minuten, ne? Rettungswagen, wenn es gut läuft. Dauert in ländlichen Regionen auch mal 20 Minuten. 30 Minuten ist natürlich lange. Und kann so ein Heli, das frage ich mich jetzt mal, kann der auch nachts fliegen eigentlich und nachts die Leute da rausholen? Und wie kommst du tatsächlich von der Insel, also von deinem Spot, in den Heli? Das kann ja nur, der kann ja nur über Wasser schweben, du musst rausschwimmen oder dich holt einer. Das würde mich nochmal interessieren. Ich hoffe, das kommt noch. Ist, sag ich mal, das logistisch ist wahnsinnig, wahnsinnig kompliziert, weil die Leute sind natürlich allein für sich. Es gibt dieses Totmannsystem, aber wir haben eigentlich in der Zentrale relativ wenig Überblick. Und für den Fall, dass ein Notfall passiert, sind die Leute für eine halbe Stunde Minimum auf sich allein gestellt, um da erstmal zu agieren. Und was lange dementsprechend ist es natürlich wahnsinnig wichtig, dass sie Prävention, also dass sie einfach Maßnahmen selbstständig durchführen können. Erstmal erkennen und dann durchführen können. Für die Erkennen haben wir im Briefing halt viele Informationen gegeben, wo die allein nie drauf gekommen hätten. Aber nach dem Briefing könnte man merken, die haben immer noch Angst, weil die viele Informationen auf einmal bekommen haben. Hey, und jedes Jahr mein Erste-Hilfe-Kurs, der meistens zweitägig ist, das ist jedes Mal im Podium. Man denkt, naja, habe ich ja schon jetzt, seitdem ich Forschungstaucher bin oder seitdem ich einen Führerschein habe, 18 und dann mit 20 wurde ich Forschungstaucher. Also seitdem habe ich dann quasi 20 Erste-Hilfe-Kurse durchgemacht. Plus, minus. Vielleicht auch ein paar mehr, weil ich dann irgendwie auf Schiffen war, weil das da noch notwendig war oder direkt vor der Expedition. Lass es 22, 23 Erste-Hilfe-Kurse gewesen sein. Dann denkt man immer, ich habe eh schon alles drauf, aber jedes Mal denkt man, ach krass, das kann ich noch nicht, das kann ich noch nicht. Jedes Mal kommt was Neues dazu und stellt euch mal vor, ich wette, bei dem Teilnehmerfeld wüsste ich jetzt nicht, wer befähigt wäre, außer Otto, der garantiert mehr als einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat durch den militärischen Background. Vielleicht ein Fritz, vielleicht hat er ein oder zwei gemacht, haben die meisten, wenn sie einen Führerschein haben, genau einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Und das muss ich an dieser Stelle, da muss ich mal den ganzen Erste-Hilfe-Ausbildern, dem Roten Kreuz und was weiß ich und AWB und so und den ganzen Rettungssanitätern und so weiter, den ganzen Leuten einfach mal an dieser Stelle eine Bühne bieten und sagen, macht halt einfach mehr Erste-Hilfe-Kurse, Leute. Müsst ihr ja nicht jedes Jahr machen, aber müsst ihr alle 2 Jahre vielleicht machen. Macht einen für euer Kind, für euer Haustier. Auch das geht an mich selber. Ich mache das jedes Jahr und ich war schon so oft in Situationen, ich kann es nicht zählen. 20, 25 Mal Ersthelfer gewesen, von bis mittlere, kleinste bis mittlere Schwere. Kein ultra schlimmer, ein sehr schlimmer Fall dabei, aber überlebt. Kind von der Pumpe angesaugt, unter Wasser. War alles schrecklich, aber gut. Ich weiß, wie ich in solchen Situationen handeln muss und ich danke für diese Befähigung und das ist super geil, aber das ist, liegt einfach nur an dem eigenen Willen, das zu machen. Ihr müsst es unbedingt machen. Und guck mal, wenn euch Menschen lieb sind, eure Freundin, euer Freund, euer Kind, euer Kumpel, eure Eltern, wer auch immer, irgendwann werdet ihr in die Situation kommen oder der Fahrradfahrer oder der Autofahrer da draußen, wo man Erste Hilfe leisten muss, macht es.
Bereitet euch vor, dass ihr dann in der Situation nicht dasteht wie ein Volltrottel, sondern es ist extrem wichtig, Erste-Hilfe-Kurse zu machen. Lieber früher als später. Ehrlich, meldet euch an, das kann man quasi wöchentlich machen, immer am Wochenende wenigstens. Vielleicht eine Erste-Hilfe-Auffrischung, muss ja nicht zweitägig sein, aber macht es einfach, es gibt Sicherheit. Der Arbeitgeber, da kann man sowas fordern, man kann auf Arbeit Ersthelfer werden, dann bezahlt das der Arbeitgeber, ansonsten sind die Kurse auch nicht teuer, zwischen 20 und 45 Euro oder irgendwie sowas. Ne? Also Erste Hilfe ist extrem notwendig und ich würde jetzt gerne mal die Meinung von Niklas, unserem alten Fireman, hören. Also das muss wirklich sein, macht es einfach. Geht raus, macht Erste-Hilfe-Kurs. Aber danach, am Spätabend, könnte man die Entspannung schon merken, wie die entspannter sind, weil die wissen, wenn da gebissen wird, was wird gemacht, wenn da irgendwie ein Hitzeschlag kommt, was wird gemacht und ja. Die Prozess haben die mehr strukturierter. Genau, also ich glaube, das ist auch wahnsinnig wichtig, so eine Selbstwirksamkeit zu haben, weil ja. Ich meine, jeder kennt das ja von sich selber, wenn irgendwas passiert, man hat überhaupt gar keine Ahnung, was man machen soll. Doch, ich habe Ahnung, was ich machen soll und ich musste mich selber schon so oft versorgen. Und ich versorge mich auch regelmäßig im Alltag. Klar kommt es permanent mal vor, ich setze auch mal Skalpell an oder sonst irgendwas. Es kommt regelmäßig vor. Also ich verarzte mich echt permanent selber. Auch Medikation habe ich nach vielen Jahren so viele Skills entwickelt. Was, wie, wann, wo, was funktioniert, was nicht funktioniert. Das ist super. Das ist ein Skill, lebenserhaltende Maßnahmen, nenne ich das jetzt mal. Das ist extrem wichtig. Wirklich, unbedingt machen. So, es breitet sich maximale Panik aus und ist alles scheiße so. Aber Panik ist scheiße. Aber wenn man nicht genau weiß, man hat so ein bisschen Ahnung. Das hilft einem schon wahnsinnig viel weiter. Vor allen Dingen auch über diese Panik drüber wegzukommen und einfach zu sagen, okay, ich 100%. Kann hier eigentlich was machen und ich bin nicht komplett am Arsch. Und das war auch für so ein Projekt einfach unglaublich essentiell, weil wir sind nun mal eine Weile weg, die sind nun mal sehr für sich. Da muss sowas halt im Vorfeld auch geklärt sein. Ja. Bevor die Teilnehmer auf die Insel rausgelassen wurden, haben die natürlich von uns auch noch ein Briefing bekommen, wie sie sich in verschiedenen Situationen primär zu verhalten haben. Ich blute! Was mache ich? Drücken! Das ist so, dass ich auch in Deutschland dafür Kurse gebe, zusammen mit Merten, meinen Kollegen, haben wir jetzt auf einen neuen Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs entwickelt. Und ja, die Links dafür findet ihr unten in der Videobeschreibung. Checkt es gerne aus, wir freuen uns total, wenn ihr mal vorbeischaut. Und es ist tatsächlich bis jetzt klingt super interessant, weil in Deutschland gibt es wenig Angebot und vor allen Dingen... Ja, für Zivilisten. Wenig fundiertes Angebot. Und da haben wir halt gedacht, okay, für alle Begeisterten und für Projekte wie dieses bietet es sich natürlich an, da einfach... Und das, da wird es halt geil, wenn man in einer Behörde arbeitet, ob das jetzt Polizei oder Bundeswehr oder ähnliches ist oder Rettungsdienst und so weiter, die machen halt diese geilen Fortbildungen. Deswegen beneide ich manchmal diese Berufe, weil die so viele geile Skills erlernen und manchmal habe ich ja das Glück und werde zu sowas eingeladen und das rechne ich diesen Menschen hoch an, weil ich liebe das, das zu lernen. Das ist einfach und es macht ja auch super Spaß. Das ist ja nichts Beschissenes, was man lernen muss, was einen irgendwie nervt, wo man eine Prüfung machen muss, so wie zum Beispiel mein bescheuerter Sportbootführerschein See oder der Sportküstenschifferschein und so. Das waren teilweise nervige Sachen. Erste Hilfe macht immer Spaß, das Lernen ist immer super cool und ich habe bisher auch nur richtig geile Ausbilder kennengelernt. Also da war keiner dabei bei diesen über 20 Kursen, der ein Idiot war oder da waren auch Frauen dabei, die super cool ausgebildet haben. Also ich habe nie jemanden kennengelernt, der bescheuert war. Es hat immer super Spaß gemacht, es ist immer lustig auch. Informiert und besser für den Notfall vorbereitet zu sein. Muss ich als Notfallmediziner auch sagen, ich habe sogar von Thorsten vieles gelernt. Der hat mega geile Tipps, was man im Medizinbereich alltägliche Notfallmedizin nicht sieht. Und es ist natürlich geil, das von Leuten zu lernen, die da draußen sind und die Expeditionen machen. Das ist natürlich super cool. Damit Kontakt hat. Im Survival-Bereich habe ich von Thorsten vieles gelernt. Ich würde auch empfehlen. Also es gibt zwei Erste-Hilfe-Kits. Das eine, das muss ständig am Mann getragen werden. Das ist das schwarze. Das ist das sogenannte 60-Sekunden-Kit. Das ist offensichtlich selbsterklärend, worum es so heißt. Da geht es um die Wurst und man muss schnell handeln. Da ist im Endeffekt ein Tourniquet außen dran für eine schnelle Blutstillung von einer sogenannten Mutter aller Blutungen. Also wirklich einer riesengroßen, arteriellen, springbrunnenhaften Blutung, die man haben kann. Mhm. Weil das geht wirklich sehr, sehr schnell. Habe ich auch im Erste-Hilfe-Set? Dann ist das. Ich habe es schon rausgelegt. Hier für die nächste Expedition liegt schon alles da. Ist dabei. Immer. Immer, immer. Und ihr werdet... Ach, geil. Ich habe Filme abgenommen und da seht ihr auch, wie mein Erste-Hilfe-Kit, ich habe es dann meinem Assistenten gegeben bei der Expedition, der hat das immer am Gürtel. Die ganze Zeit. Ihr werdet ihn damit rumlaufen sehen. Ich bin gespannt, ob ihr es entdeckt in Mission Tamandua. EpiPens und zwei Medikamente. Ach, EpiPens. Geil, damit habe ich noch nie gearbeitet, um allergischen Schock unter Kontrolle zu bekommen. Krass, habe ich nicht, besitze ich nicht, fände ich aber geil. EpiPens.
Okay. Stock zumindest erstmal unter Kontrolle zu bekommen, bis wir da sind. Gleichzeitig eine Kühlkompresse für den Fall, dass, sage ich mal, irgendwie der Hals zuschwillt, dass man da noch ein bisschen kühlen kann, um die Atemwege nicht zu sichern, aber zumindest erstmal zu dämpfen, genau. Und dann haben wir da noch eine grüne elastische Binde drin. Ich meine... Sehr wichtig, verwende ich aktuell jeden Tag, nicht bei mir, aber bei einem Tier, was ich betreue, und damit habe ich jeden Tag zu tun. Es ist zwar so, dass die Wahrscheinlichkeit, ein giftiges Tier auf dieser Insel zu treffen, sehr gering bis ausgeschlossen ist. Nein. Wir wollen schon giftige Tiere treffen. Das ist aber ausgeschlossen, kann man halt sagen, ne? Und für den Fall, dass man doch von etwas gebissen ist, von dem man dann ausgeht, dass es giftig ist, kann man einen leichten, wie so eine Art Stützverband anlegen, und das schindet wahnsinnig viel Zeit. Das ist im 60-Sekunden-Kit. Das andere, das ist das grüne First-Aid-Kit. Das okay. Ist primär zur Wundversorgung da. Da ist es je nach Kenntnisstand der Teilnehmer tatsächlich so, dass man mit einem... Boah, sind Max und Johannes... Nee, Dave ist das ja in dem Fall. Sind auch super gemein. Guck mal, das sind so Details, die einem vielleicht mal auffallen. Es ist 13.05 Uhr. Das ist die schlimmste Zeit, um draußen irgendwas zu filmen. Die Leute sitzen in der prallesten Sonne, das schlechteste Licht, und der Dave zwingt die in die O-Töne. Alter Schwede. Super gemein, Dave. Du Schweineberg. Blutverband tatsächlich auch größere Wunden erstmal blutstillen kann, genau versorgen kann und ja, halt auch dann weiter, sag ich mal, die Wundversorgung machen kann. Genau, Wundversorgung, dazu gehört Wundspülung für tägliche Kontrolle, komplette Material. Was haben die AquaPro Injection Braun? Okay. Was man braucht, sogar antiseptische Salbe haben wir. Beta-Isodonner, top. Antibiotische Salbe haben wir. Sehr da drin. Gut. Das ist langfristig, wenn die Teilnehmer zum Beispiel erste, zweite Tag sich verletzen, nicht... Ja, habe ich auch alles. Darf rauskommen, sondern sich selber versorgen, dass die so im sicheren Bereich sind. Und wenn die... Und ich habe, was ich ganz wichtig, was ich immer dabei habe, weil ich manchmal auf Expedition bin, wo ich tagelang weg bin von einem Krankenhaus, und wenn es wirklich schlimm ist und eine blöde Infektion ist, habe ich immer ein Breitbandantibiotika dabei, beziehungsweise zwei verschiedene, die ich je nach Schweregrad oder je nach Infektionsgrad einsetzen kann oder was es ist. Finde ich persönlich ganz, ganz wichtig. Kann man sich beim Hausarzt verschreiben lassen in Vorbereitung auf? Also ich weiß, wie ich das einsetze. Das müsst ihr natürlich gucken, wie ihr das bei euch braucht, in welchen Situationen. Aber ich bin regelmäßig in Situationen, wo ich nicht herankommen könnte und wo das kriegsentscheidend sein könnte. Weil selbst eine außer Kontrolle geratene Halsentzündung kann auf einer Expedition äußerst unangenehm werden. Und zwar äußerst. Und innerhalb von 3 Tagen, die du ins Krankenhaus bräuchtest, kann extrem viel passieren, weil ich habe keinen Helikopter, der mich rausholt. Halb nicht zurückkommen, wir sind 24 Stunden, 7 Tage dabei, jederzeit rufbereit, könnte mir jederzeit, so kann man sagen, mehr unterstützen. Extrem wichtiger Tag heute fürs gesamte Orga-Team. Heute wird das erste Mal die Rettung und Aussetzung von Leuten getestet. Also der Heli wird über die Insel fliegen. Wir werden an einem Spot einmal das komplette Rettungsszenario testen. Alle sind ein bisschen angespannt, keiner weiß so richtig, was auf uns zukommt, obwohl ja alles richtig. Unheimlich gut durchgeplant ist, sind genau solche Proben natürlich. Und nichts ist so krass wie die Lageänderung und bupp, irgendwas kommt dazu und alles ist auf einmal anders, als man sich's vorgestellt hat. Also in so einer Situation war ich schon so oft. Mega wichtig. Ein Teil vom Team fährt mit dem Boot los, der andere Teil vom Team fliegt mit dem Helikopter von Panama City aus. Also jetzt geht's richtig ab. Und nachts ist ja auch einfach alles scheiße. Ach so, der Helikopter ist gar nicht auf der Insel, sondern, na klar, dann wäre der auch viel schneller da. Der kommt von Panama City. Was irgendwie, wie lang weg war, ich weiß nicht mehr, wie viele Kilometer, weiß das noch einer im Chat? Wie weit ist Panama City weg? Zurück im Hangar, wir machen ein Szenario, in dem Tom... Ah, hier, die Kleinstwunde von Johannes. Sieht aber gut aus, ist nicht so schlimm. Tut, als wäre er verunglückt beim Absprung. 80 Kilometer, von Martin, okay. Unserem Rettungsschwimmer, gerettet. Ja, danach werden wir noch auf der Panama-Klinik landen, um zu gucken, wie es wäre, wenn wir dann diesen Verwundeten auch jetzt im Krankenhaus... Jetzt ist der richtige Punkt. Ich darf es euch natürlich nicht zeigen, aber Johannes hat ein Bild geschickt. Junge! Okay. Das ist nicht so ohne gewesen. Okay. Eieieiei. Scheiße. Oh. Okay, aber sieht super genäht aus. Und heute astreine richtig geile Narbe. Guck mal, heute sieht es richtig gut aus. Also Achtung, es kommt nichts Schlimmes. Aber sieht top aus. Richtig geil. Heute ist wieder alles gut. Fast nichts mehr zu sehen, nur Finger ist noch taub. Ja, wie gesagt, kann zurückkommen oder auch nicht. Und ein tauber Daumen. Ach. Ja, aber scheiße. Danke, Johannes, dass du es geschickt hast. Ich sage Ihnen das nochmal ganz kurz. Danke. Okay. Also echt, keine,
keine Kleinstverletzung. Das war schon scheiße. Aber gut durchgezogen, Minjung. Nicht schlecht. Und guck mal, wie lieb er hier aussieht. Eigentlich wachsen dem hier noch an der Seite so Teufelshörner. Fahren wird. Also könnte weh werden. Clemens, was erwartest du vom Tag? Ich hoffe, dass wir unsere Rettungskette vernünftig erproben können und dann mit einem guten Gewissen ins Projekt starten können. Ich hoffe einfach nur, dass wir schnell genug da sind, weil der Helikopter ist echt verdammt schnell von Panama City aus hier und wir haben ein ordentliches Stück mit dem Boot zurückzulegen. Das war ja nicht nur eine Notfallübung für den Drop-Off, sondern wir haben einmal die komplette Flugroute, die wir vorher geplant haben, über die Insel. Mit den einzelnen Koordinaten sind wir abgeflogen, in der Reihenfolge, wie die Teilnehmer... Ah, jetzt sehe ich das auch erstmal. Krass, wie alle auf einem Platz hocken und der arme Fritz im Süden. Scheiße. Und wenn das jetzt die Insel lokalisiert ist, also wenn hier Norden ist, hier Süden, hier Westen und hier Osten... ballert es natürlich hier die ganze Zeit drauf, wenn Wellen kommen. Das heißt, Otto, Nova, Knossi und Fritz kriegen immer auf den Sack, während Sabrina, Sascha und Joris hier hinten geschützter sind. Wobei die Wellen natürlich auch um die Insel rumlaufen. Aber wenn es hier windet, Westwindwetterlage, und hier ballert, sind das die geschützteren Spots. Okay. Mich würde jetzt mal interessieren, wo ist das Basiscamp? Weiß das einer? Naja, das finde ich am Ende irgendwo raus, ob das hier ist oder hier. Aber gemein, Fritz so weit weg von allen anderen. Dann ausgesetzt werden sollten, um einfach zu gucken, klappt das in der Kommunikation zwischen uns, den Koordinatoren und den Piloten? Fliegt er zu den richtigen Stränden? Weil es wäre natürlich eine absolute Katastrophe, wenn er da Leute vertauschen würde, etc. Ich sag's euch eins, ich will jetzt niemandem was unterstellen und das ist auch nicht diskriminatorisch, rassistisch gemeint, aber in diesen ganzen Ländern, besonders Süd-, Mittelamerika und Asien, ist es so sicherheitsmäßig halt ein einfach ganz anderer Standard als bei uns. Und habe ich schon so oft erlebt, von Fahrern bis Bootsfahrern, Alter, was die für Dinger gerissen haben, wo ich denke, Junge, wer schon mal in einem günstigeren Urlaub war in solchen Ländern, der wird das vielleicht auch festgestellt haben. Das sind wichtige Punkte, die hier Johannes anspricht. Mussten wir einfach testen und der krönende Abschluss war dann eben die Übung mit dem ertrinkenden Teilnehmer, der dann durch den Rettungsschwimmer gerettet werden muss. Ah, geil, dass wir das auch mal sehen. Cool. Das möchte ich aber gerne sehen. Nee, das ist ja... So, der Plan ist jetzt, wir sitzen im Helikopter, befinden uns an Joris... Wo ist der Rettungsschwimmer? ...und machen hier einen Testsprung. Draußen ist das Rettungsboot, es ist schon bereit, damit auch die Medics ihren Einsatz einmal testen können. Ich werde ins Wasser springen, mich als... Ey, aber von oben müsste man noch ein paar Haie sehen. ...ungeübten Schwimmer in Panik versetzen und Rettungsschwimmer Martin wird mich erlangen. Rettungsschwimmerausbildung habe ich auch, musste ich im Rahmen einer Forschungstauchausbildung machen. War eine geile Ausbildung und macht einem während der Ausbildung auch ein bisschen Angst, weil Ertrinkende... auch wirklich krass sind. Und da muss man Befreiungsgriffe lernen und so weiter, weil ein ertrinkender Mensch, also jemand, der um sein Leben kämpft beim Ertrinken, den musst du erstmal unter Kontrolle bringen. Und das ist nicht so einfach. Und besonders wenn unser Ausbilder, wie haben wir den denn genannt? Weiß ich nicht mehr. Den Brocken, ich hab's vergessen. War so ein 110 Kilo schwerer Hulkmeister. Und wenn der dich im Klammergriff hat, und damals wog ich so um die 70 Kilo, weißt du Bescheid. Wo ich dann die Erstversorgung bekomme. Rein da! Und Haie! Mit kurzer Verzögerung sprang Martin hinterher, um den in Panik geratenen Tom an Land zu schleppen. Aber der Rettungsschwimmer ohne Flossen, ohne Maske, ohne alles. Okay, einfach so schwimmend. Mit Schuhen. Dann folgte das Medical Team, um die wichtigsten lebenssichernden Maßnahmen zu treffen. Bei der wirklichen Aussetzung der Teilnehmer war das Medical Team mit im Helikopter, das war in der Übung leider nicht für uns zu simulieren. Einmal Augenkontrolle. Einmal Blutdruck bitte. Das ist natürlich jetzt im Nachhinein geiler,
das zu sehen, weil bei Knossi hat man sich noch richtig Sorgen gemacht und jetzt zu wissen, das wäre dann passiert, beruhigt einen dann schon wieder, gell? Den Job ist gut gemacht von Hüpfschrauber. Ein paar Kriterien haben das echt wahnsinnig schwer gemacht gerade. Erstens, ganz klarer Fall, Stiefel beim Drop-Off müssen aus. Ich glaube, ich muss das T-Shirt vorher ausziehen müssen, weil das ist alles Widerstand. Aber auch hier ist es dann wieder ein Kompromiss, weil scharfkantiges Ufer, Steine, Seeigel und du schulterst jemanden und trägst ihn aus dem Wasser, geht am weichen Sandstrand, ja. Es sei denn, es gibt Petermännchen, erinnert euch, meine linke Hand. Ist natürlich immer alles ein Kompromiss. Vielleicht wenigstens Neoprensocken oder so. Fühlt sich aber auch scheiße an, nur mit Neoprensocken im Wasser, weiß ich. Was haben denn die Rettungsschwimmer der Marine so an? Die haben so ganz krasse Anzüge, immer Trockenanzüge. Ich denke jetzt so an die, die wirklich aus dem Heli springen und so. Und Flossen und alles Mögliche, gell? Wasser. Und ich merke schon, dass ich krass ausgelaugt bin. Aber das war eine exzellente Übung, auch noch mal zu sehen, wo ich technisch noch was besser machen kann und wo wir auf jeden Fall auch jetzt Verbesserungen gesehen haben, die wir beim nächsten Mal besser machen. Die Frage ist, dieser Mann überhaupt ein echter Rettungsschwimmer? Thorsten, ja. Wie war's für dich? Oder nur dezidiert, abgestellt. Ist Karl S. wirklich Rettungsschwimmer, ja oder nein? Schreibt's unten in die Kommentare. Kleines Späßchen. Auf dem Heli zu schwimmen. Absolute Überknaller! So, sollte man jeden Tag tun. So, also wirklich, es hat sich angefühlt wie so ein Drop so, aber alle anderen haben gesagt, sah cool aus, dann nehme ich das. Und Mann, das war eine geile Experience so. Tom ist wirklich schwer, ich glaube, jeder ist wirklich schwer. Also so Leute mal kurz einen Strand hochtragen, sieht wirklich einfacher aus, als es ist. Ja, dann war das Rettungsteam da so und wir haben gut Medic-Shit gemacht und es war der Hammer. So, so kann es laufen. War soweit in Ordnung. Nicht in Ordnung, sondern mehr. Ich mag auch die Schwimmweste von Islam. Als in Ordnung. War perfekt. Wir waren schnell beim Patienten, konnten gut arbeiten. Patient wurde gerettet, Ziel erfüllt. Für das ganze Team war die Übung also ein voller Erfolg und wir wussten, dass wir die Teilnehmer guten Gewissens aus dem Heli werfen konnten. Nur einem war nicht ganz nach Feiern zumute. Wir sind jetzt gerade mit dem Heli gelandet. Hier an dem nächsten Strand bei unserer Testübung. Warum? Also ich weiß nicht, ob man es mir ansieht. Mir ist so kotzübel, das ist wirklich, also das hatte ich. Und ich habe noch gesagt, Johannes, in Panama City nicht zu Subway gehen, nicht die Meatballs bestellen. Und was macht der Junge? Das ist natürlich schlecht, weil ich der Kameramann bin in dem Heli. Boah, und das Geile ist, meinen Kameramännern ging es auch schon so oft so. Ich erinnere mich an eine Situation in Sumatra, wo Björn fast abgekackt wäre, weil er Melone gegessen hat, aus einer Plastiktüte, die auf ein Brett geschnitten wurde, wo vorher Hühnchen geschnitten wurde, die in der Sonne lag. Und ich noch gesagt habe, mach es nicht. Und er hat es getan. Die Quittung kam einige Minuten später und er wäre fast abgekackt bei einer Dschungelexpedition. Aber gefilmt hat er trotzdem, der Typ. Kreidebleich, Fieber 40, Durchfall 100. Ganz schlimme Bilder. Ich muss das nochmal bei Instagram raushauen. So geil. Aber er hat durchgehalten. Er hat gefilmt. Also wenn ich da dem Piloten die Armatur voll kotze, ist es auch nicht die beste Variante. Ja, ist die Tür offen. Variante. Aber das sprüht natürlich rein. Ist auch blöd. Aber krass, dass der Heli da landen kann. Ist natürlich geil. So kriegst du Sascha und so raus. Auf den breiten Stränden bei Otto und Fritz vielleicht auch. Aber wie ist es bei den anderen? Da kann der Heli nicht landen, oder was? An diesem Tag konnte das Team leider nicht auf dem Krankenhausdach landen. Im Notfall würde dies aber möglich sein. Aber muss immer freigehalten werden für echte Notfälle. Ich musste nur viermal fast kotzen. Testrun beendet. Auf dem Helipad konnten wir leider nicht landen vom Krankenhaus. Weil wir was keine Freigabe bekommen haben, so kurzfristig. Ansonsten sind uns auf jeden Fall noch ein paar Fehler aufgefallen, die wir jetzt in der Nachbesprechung abklären müssen. Also sehr gut, dass wir es gemacht haben. Ich habe sehr viel kalten Schweiß verloren, aber ein bisschen witzig auch. Spaßig würde ich nicht sagen, für mich zumindest nicht. Und während dem einen kotzübel war, schnitt sich der andere mit der Drohne in den Finger und... Das Bild habe ich schon auf Instagram gesehen, habe drunter geschrieben, Max, man trägt immer Handschuhe. Ich habe mir das letzte Mal beim Ocean Warrior den Finger angehauen mit der Drohne vom Digital Dre. Jedes Mal, ey, die Drohnen haben mir schon so 3-4 Mal in die Finger gehackt. Da liegt sie schon. Ich hätte beinahe gesagt, ich sag's lieber nicht, die Sau. Die Mavic 2, 3, die kann dir schon ordentlich eine wegballern. Das ist schon richtig. Deswegen immer Handschuhe, immer Schutzbrille. Fangt, bitte liebe Kinder, fangt die Drohnen nicht ohne Handschuhe und ohne Schutzbrille. Tut mir bitte den Gefallen. Macht es nicht. Macht es nicht. Und beim letzten Mal, wo war es denn?
War es beim Bäume pflanzen oder nee, wo war es denn? Was habe ich denn vor den Bäumen? Irgendwo, normalerweise catch ich die Drohne, drehe um, die geht aus und die ging nicht aus. Es gab eine Situation, wo sie nicht ausging und angezogen hat und angezogen hat. Diese schönen Drohnen. Das macht wirklich viel Spaß. Das Medical Team musste sofort wieder an die Arbeit. Was für eine unglaubliche Testrettungsaktion. Alles dabei und jetzt sogar noch ein richtiger Einsatz. Und bei Max, es musste nicht genäht werden, aber wir hatten Bock auf Nähen. Max hat sich beim Drohnefangen in die Finger geschnitten und muss jetzt tatsächlich erst versorgt werden. Halb so wild. Wie Adi das ja bestimmt auch schon erzählt hat, so gibt es das dreifache Codesystem, so ein Ampelsystem bei uns. Code Green ist das, was die Teilnehmer früh und abends absenden, wo sie einfach sagen, yes, alles ist gut so, der Dschungel lebt, wir leben auch. Code Yellow ist im Endeffekt entweder so, holt mich hier raus, so, oder halt eine Kleinigkeit. Nicht kritische Verletzung, die einfach Zeit hat. Okay. Und Code Red ist da, wo es wirklich um die, also wo es schnell gehen muss, wo eine kritische Verletzung da ist, wo es um Leben und Tod letzten Endes geht. Und der Grund, warum bei einem Code Yellow hauptsächlich Clemens und ich rausfahren, ist, dass für den Fall, dass in dem Moment noch ein zweiter Notfall passiert, der potenziell viel schlimmer ist als, sag ich mal, eine banale Abholung oder eine kleine Verletzung, ist, dass Islam jederzeit verfügbar ist, mit Björn zusammen dann diesen Notfall auch zu bearbeiten. Sehr smart. Wir kontrollieren trotzdem jede Code Red, auch Code Yellow, bevor wir losfahren, weil jede Code Yellow kann in 15 Sekunden kann auch Code Red sein. Sollte es allerdings mal so sein, dass wir sagen, okay, das können wir so nicht handeln, kommt der Patient dann in der Regel zum Helikopter und wird dann in Begleitung mit Islam und Björn nach Panama City geflogen. Dort haben wir mit der Panama-Klinik tatsächlich schon Kontakt gehabt. Die haben oben ein Helipad, da wird drauf gelandet und dann geht das weiter wie ganz normal in Deutschland. Um echt diese krass. Maximale Sicherheit zu gewährleisten. Also Leute, Respekt an Wandermut und das ganze Team. Da wurde sich viel Gedanken gemacht. Echt geil. Das finde ich richtig, richtig krass. Da kann man sich als Teilnehmer sicher sein, da wird im Hintergrund alles getan. Echt gut, toll. Ich wünschte, ich hätte sowas auch auf Expedition. Naja. Haben wir dann bei uns im Camp vielleicht ein paar Scheine mehr raushauen das nächste Mal. Warte mal ganz kurz, bei der nächsten. Oh, da bin ich mit drei Leuten unterwegs, die noch nicht mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben. Jeden Tag Code Red. Code Red war bei uns der Notfall. Haben wir das einfach eingeübt im Team? Um dieses System zu testen, wurde der Ernstfall mehrmals in den Tagen vor Ankunft und sogar nach der Aussetzung der Teilnehmer kontinuierlich. Ja, und vor allem bei Nacht würde es mich interessieren. Ich war, ne, klar, unwahrscheinlich, dass jetzt super viele Leute nachts unterwegs sind, dass nachts was passiert, weil die sollen sich ausruhen und schlafen. Aber dennoch, es kann nachts was passieren. Das Krokodil überwindet die Festung vom Sascha Huber und sneakt sich ein Bein weg. Irgendjemand wird nachts gebissen, gestochen, irgendwas. Jemand knickt um beim nochmal aufs Klo gehen oder irgendwas wird sein. Also irgendwie, für mich wäre ganz wichtig der Nachtpart. Irgendwie jetzt so rein gefühlsmäßig, vielleicht nicht mehr, wenn ich drüber nachdenke. Ziel war es, dass bei einer realen Notfallsituation nicht nur jedes Teammitglied genau wusste, was seine Aufgabe war, sondern wir wirklich verinnerlicht hatten, wie wir zu handeln haben. Guter Training. Ich habe kein Zeitgefühl, wie viel wir gebraucht haben. Aber ich glaube, bis jetzt alles strukturiert gelaufen. Werden wir gleich besprechen. Verbesserungsmaßnahmen wird ja kommen. Wenn nun beispielsweise ein Code Red eintreffen würde, also eine sofortige Rettungsaktion mit all unseren Mitteln vonnöten wäre, wird erst Alarm geschlagen. Islam als Notarzt übernimmt das Satellitentelefon, sofern ein Kontakt über Satellitentelefon möglich ist, um eine erste Einschätzung über den Notfall zu bekommen. Allergische Reaktion, Sabrina, haben wir erste Maßnahmen, Therapieempfehlungen gegeben. Werden wir gleich hinfliegen müssen. Im Anschluss fliegen Notarzt und Notfallsanitäter mit dem Heli auf schnellstem Wege zum Patienten. Rettungssanitäter und Rettungsassistenz folgen diesem dann zur Unterstützung mit einem Boot. Okay. Übung ist beendet. Fazit, Paddy. Sehr geil. Nachdem es am ersten Tag bei der Übung noch ein ziemlich wildes Chaos war, jeder rannte hier rum, es war super hektisch, ist inzwischen erstaunlich leer in der Zentrale. Das liegt daran, dass alle genau wissen, was sie zu tun haben. Jeder weiß, wer zum Beispiel den Helikopterpiloten alarmieren soll oder den Bootsfahrer. Es hat heute alles reibungslos geklappt. Stimmt mich guter Dinge, falls wirklich ein Unfall passiert. Gestern haben wir dann noch gesehen, okay, cool. Diese letzten kleinen Stellschrauben, hier mit dem Boot gab es noch ein bisschen Probleme. Und heute, ey, es war absolut perfekt. Na, wie lange haben wir gebraucht, Thorsten? 2 Minuten, ja, alles klar. Das ist eine fantastische Zeit. Das sind doch Aras im Hintergrund. Leute, Applaus.
Ach ja, und durch einen dummen Fehler sind in der letzten Folge zwei super wichtige Teammitglieder nicht von mir aufgezählt worden. Debbie und Marlina sind für den gesamten Social-Media-Content abseits von YouTube verantwortlich, haben mitorganisiert und das Team vor Ort in so ziemlich jedem Punkt unterstützt. Ey, und Social-Media-mäßig geht Seven vs. Wild auch ganz schön gut ab. Holy Scheiße, ne? Hier also nochmal ein besonderes Danke an euch beide und gleichzeitig sorry von mir. Kann passieren bei der Masse an Leuten, darf man nicht übel nehmen. Schön, dass du es noch gemacht hast, Dave. Das hat dir schon dieses Gefühl von Sicherheit gegeben. Okay, wenn dir wirklich was passiert, dann sind wir gut gewappnet. Ey, super geile Folge, fand ich richtig cool. Parallel zur Hauptserie veröffentlicht wird und wir natürlich nichts vorwegnehmen wollen, werden ab sofort immer nur freitags neue Folgen kommen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um das nicht zu verpassen. Sehr geil. Alter, Dave, ich kann es nur immer wieder sagen, vielen Dank, dass du diese geile Behind-the-Scenes-Serie machst und war eine mega geile Folge. Vielleicht von den Behind-the-Scenes-Folgen bisher die coolste, weil mich das am meisten interessiert hat. Was wäre wenn? Richtig geil, ey. Not bad. Not bad.